Jo, Mordhit, ihr Prügler, Knochen wieder hier. Ich habe nach längerer Zeit, oh, zufällig ist hier so ein Bild offen. Nach längerer Zeit mal wieder League of Maidens gespielt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt Pause gemacht habe, aber bestimmt einen guten Monat. Könnte ungefähr hinkommen, ne? Nee, wann ist denn das eigentlich erschienen? Gut über March. Anfang Februar, wenn ich mich recht entsinne, oder? Irgendwas war da. Ich komme gerade selber nicht auf den Plan. Auf jeden Fall, ganze Weile nicht reingeguckt, habe dann mal wieder reingeschaut hier, und ein bisschen rumgeballert. Es kam mir nicht wirklich anders vor. Nee, nee, nee. Eigentlich ging es ja auch darum, dass sie versucht haben, ein paar Fehler zu beheben, ein paar größere Fehler. Ich habe es auch, glaube ich, einmal gehabt, wo es mal hing. Das war ein bisschen komisch, aber ansonsten bemerke ich das jetzt nicht hier. Und da ich ja eigentlich nicht gegen andere kämpfe, ja, kann ich dazu nicht sagen. Im Prinzip läuft so wie vorher. Ja, irgendjemand meinte auch, die Rezensionen haben sich mittlerweile auch ein bisschen gebessert. Es sind aber tatsächlich Leute, die sagen gut oder super gut Game, sondern die schreiben schon richtig was. Also ich denke mal, das sind jetzt auch nicht. Obwohl, was heißt, es ist das Internet, da ist ja alles möglich, ne? Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie nicht gekauft sind, sondern dass sie tatsächlich sagen, okay, hat sich ein bisschen verbessert. Andere sagen, okay, ist immer noch scheiße. Ich gucke erst in einem, 2 Monaten mal wieder rein oder so, ne? Auch okay, für mich. Ja, ich habe ja nur. Ich habe tatsächlich das, was ich jetzt aufgezeichnet habe, ich habe auch nur so lange gespielt, wie ich aufgenommen hatte, ne? Wobei ich sagen muss, dass das, glaube ich, teilweise auch unsinnig ist. Wenn ich das jetzt weitermachen würde, dann würde ich wohl zwischendurch immer mal was aufnehmen, ein bisschen darüber labern und so, weil ich finde, man könnte natürlich alles zerquatschen, ja? Ich könnte jeden Furz hier aufnehmen, aber wozu? Wozu? Ich gucke mir niemanden an, zum Beispiel, der tausende Videos von einem so einem Spiel macht, wo er im Prinzip ja immer dasselbe mal vor und zurück geht und wo man auch teilweise nichts mehr labert. Ich bin immer komplett baff gewesen, wenn ich mir so ein paar so eine Videos angeguckt habe. Hier, ihr seht ja so ein paar Ruckler da, ne? Das war Zufall. Ich habe versehentlich diese Taste gedrückt. Dann dachte ich, nimmst du den Rest gleich auch noch mit. Ja. Da war halt so Ruckler, die hatte ich später jetzt eigentlich dann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob da am Anfang erstmal der Speicher gefüllt werden musste mit dem ganzen Müll hier. Was ich sagen wollte ist, ey, du guckst eine halbe Stunde oder ein 45-Minuten-Video, manchmal eine Stunde, und da ist ein Typ, der, so wie ich jetzt hier, wie das, was gerade zu sehen ist, so zockt und dann irgendwas Langweiliges vor sich hin labert und dann einfach mal auf 2-3 Minuten gar nichts oder mal 5 Minuten gar nichts oder mal nur ein Geräusch kommt, so wie. So. Und das 45 Minuten lang, ne? Und er sagt, ach, guck mal, hier ist das. Manchmal auch so komplett unenthusiastisch, ne? Wo ich mir denke, ey, das brauche ich nicht. Ja. Dann lebe ich über 45 Minuten auf. Ja, kommentiere davon 10. Also nachkommentiert und fertig, ne? Hast du die Scheiße auch. Also immer die Unterhaltung, und dann kann man sich den Rest angucken. Hier, übrigens sehr cool. Ich finde es eigentlich unterhaltsam. Obwohl, ich finde es unterhaltsam und gleichzeitig auch ein bisschen ungewöhnlich. Weil es fühlt sich leer an. Für mich fühlt sich das leer an. Ich bin hier, weil ich ja nie einen anderen Spieler sehe. Ich glaube, ich vergleiche das auch zu sehr mit, ja, dem MMO-Gott, ne? World of Warcraft. Ich gehe in WoW ran und sehe ständig irgendwo, egal wo ich mich aufhalte, da ist fast immer irgendwo einer, mindestens einer. Hier ist eigentlich niemand. Und das ist halt das Komische. Und, ja, ist dann halt auch schon ein bisschen ungewöhnlich. Man macht hier so seine Quests, aber ich sag mal, ich glaube nicht, meiner Meinung nach, ich glaube ich nicht, dass man hier irgendwie ständig dabei sein muss, um noch irgendwie mithalten zu können. Ey, meiner Meinung nach kannst du einmal die Woche spielen hier für eine Stunde, wenn du nicht mehr Zeit hast und nicht mehr willst und kommst trotzdem voran. Ja, wenn dir das reicht, ich glaube, so ein Spiel ist das einfach für die arbeitende Bevölkerung, die Casuals, ja, oder die generell viel zu tun haben und einfach wenig Zeit. Ja, es gibt auch Leute, die machen 9 Stunden am Tag Sport. Gibt's auch. Und selbst die zocken. Nicht alle davon, aber ein paar. Und ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich, ja, für mich ist das immer noch unterhaltsam. Also, hier und da werde ich auch noch reingucken. Hab's auch noch nicht runtergeschmissen. Was ich runtergeschmissen habe, sind zum Beispiel Spiele wie War Thunder oder World of Warships. Kann ich mir einfach nicht mehr geben. Echt. Das, bevor ich komplett alles zerschlage hier, ja, und dann ausfindig mache, wer da wieder irgendwie komisch gespielt hat und den auch noch zerschlage, dachte ich mir, runter mit der Scheiße. Es bringt ja nichts, wenn ich mich nur noch aufrege und alles scheiße ist, ja, dann, warum spielt man so ein Spiel, ne? Und ich bin zwar irgendwie masochistisch veranlagt, ja. Sah doch mal masochistisch von mir aus, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Irgendwo gibt's Grenzen. Und deswegen habe ich diese Spiele einfach entsorgt jetzt. World of Warcraft, War Thunder sowieso schon vor längerer Zeit. Ich glaube, das sind jetzt schon 4 Monate oder so, ne?
Old World of Warships habe ich, glaube ich, vor 3 Wochen oder so runtergeschmissen. Ich habe noch Videos gehabt, die habe ich auch nicht mehr kommentiert. So blöd war mir da. War mir einfach zu blöd. Das ist einfach zu purer Zufall. Da brauchst du keinen Skill mehr. Da hat nichts mehr mit Skill zu tun und so ein Scheiß. Wie auch immer, fuck it. Jedenfalls, was wollte ich jetzt sagen? Verreckt bin ich hier, genau. Hat mich selber ein bisschen gewundert. Ich bin zweimal hintereinander, glaube ich, an mehr oder weniger selben Stelle verreckt. Weil ich habe vergessen, weil ich ja nicht weiter reingeguckt habe, dass ich mit einer, wo war das? Rechte Maustaste, nee, linke Maustaste, nee, fuck, rechte Maustaste, so, genau. Rechte Maustaste ist ja meine Waffe, damit kann ich anvisieren. Du kannst natürlich auch durchschalten, hier 1, 2, 3 oder so, ne? Kannst du so aussuchen und war halt meine Waffe. Und dann hätte ich die dann natürlich auch schon mal von der Ferne ein bisschen beballern können, bevor ich dann irgendwie richtig reingehe. Aber, ja. Hab's dann später auch geschafft. Musste erstmal so ein bisschen rumprobieren und so. Aber ist ja okay. Das komische Rumgelatsche hier, das nervt auch ein bisschen. Es ist natürlich nicht alles Gold hier, was glänzt. Ich finde die Grafik, ich meine, was für ein Grafik-Snob muss man sein, dass man die Grafik total scheiße findet. So ungefähr wie, als würde man hier gerade auf dem Atari 2600 spielen. Das ist total beknackt. Also manche reißen einfach nur ihr Maul dumm auf, damit sie überhaupt irgendwas sagen und dann irgendwie cool rüberkommen wollen, wo ich mir denke, Alter, wenn du das nötig hast, dann bist du wirklich ein armseliges Würstchen. Ja, wirklich armseliges Würstchen mit einem Mikropenis, echt. Weil sonst kann ich mir gar nicht vorstellen, warum soll man so flexen irgendwie. Schockgrafik hier. Boah, Alter, ich mein Taschenrechner besten Grafik. Ja, total behindert, echt. Einfach unnötig. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall, ja, bin noch dabei. Wenn ihr Bock habt, zock ich noch oder mach öfter mal hier um so ein Video. Video stehen hier und dann und wann. Ich habe hier erstmal Quest gemacht, bin immer noch nicht aufgestiegen. Oder doch, ich glaube eine. Nee, ich glaube aufgestiegen war ich nicht. Aber ist auch egal. Man zockt hier so ein bisschen durch die Gegend. Wie gesagt, immer noch unterhaltsam. Ach ja, das ist das nächste, was richtig blöd ist. Immer die X-Taste drücken. X-Taste, damit das Inventar aufgeht. Und dann nochmal die X, um alles zu nehmen davon. Unnötig. Also das könnte man von WoW implementieren, wenn man 30 Gegner wegballert, ja, man lootet ein und lootet von allen anderen auch mit. Ne? Aber gut, bei WoW hat es ja auch Jahre gedauert, bis sie das mal implementiert haben, so dass man tatsächlich nicht jeden einzelnen umgeballerten Mob dann einzeln looten muss, ja, und wenn es dann 50 Stück waren, ja, dann wirklich noch hin und her latschen muss. Und am besten noch dann irgendwann der Loot verschwindet, weil man die einfach länger als 5 Minuten gebraucht hat oder so, ne. So, jedenfalls. Also wäre es dann erstmal hier, viel Spaß noch beim Rest des Videos des Gameplays. ich spreche Sachen absichtlich scheiße aus, ne, damit ihr euch ärgert. Ich habe gerade so geguckt, als wäre mein Gehirn ausgefallen. Ich habe das richtig gemerkt, Augen zu und einfach vor sich. Ja, aus. Okay, also ich mache mir Feierabend hier. Wie gesagt, viel Spaß noch beim Rest des Videos, wir sind beim nächsten Haut ein, bis denn dann und tschüss.
Great job, Cadet. We've got intel on a higher class of these monsters on the southeast shore of the city. Same area was our former Eastern Resistance camp. The location has since been commandeered by the UNDC. We still have a manned battle station nearby, and the soldier station there could use some help. The area seems to be overrun with creatures. Speak to the soldier station there and get to work. Let's see how you handle yourself against the more dangerous threats in that area. Save it! You think you're doing us a big favor, when in reality, none of this would be happening if it wasn't for the UNDC. That's right. I know who you are. And don't try playing dumb either. I know what goes on in that facility. At a loss for words. You may want to start asking more questions while you're up there. You're being hoodwinked. You
of suffering awaits for you. I'll feed.
will break your spine! Welcome back. Great job, Cadet. You really seem to know how to handle yourself out there, which really helps with what comes next. Now that we've got your support, we'll begin deploying more soldiers to the rest of the battle stations in the city. It'll take some time, but once they're situated, we'll need your continued support. You'll find their positions on your map marked with a yellow question mark at each manned battle station.
If the markers don't show up, it means they haven't been deployed yet. Until then, I've got another job for you. We've got a medic at a makeshift hospital in the field. She's tucked away in a building east of the city, running low on supplies. Supplies she needs to keep any civilian she takes in alive. Take this package to her and get back here safely.